Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Minecraft Dungeons mit dem Jens zusammen. Hallo Jens. Hallo Squad. So, nachdem wir das letzte Mal kläglich kurz vorm Ende im Wüstentempel gescheitert sind, haben wir uns überlegt, mit dieser Schmach wollen wir nicht leben. Wir machen ihn nochmal, aber nicht auf Stufe 80, sondern wieder auf Stufe 86. Wir sind stärker geworden, wie ihr seht. Wir sind von einer Teamkraft von 80 auf 81 hochgekommen. Deswegen, Juhu. Das liegt wahrscheinlich an dir, Jens, was? Durch deinen ganzen Seelenmesser, die du gefunden hast. Ja, toll. Die Scheiße sind. Musst du ja nicht einsetzen. Aber ich glaube, so ein Neuer würde sich über ein solches Seelenmesser freuen, mit der Kampfkraft. Bestimmt, ja. So. Immer diese schönen Ladezeiten. Überspringen, muss man nicht sehen, kennt man eigentlich schon. Und los geht's. Achso, Korb einmachen. Wäre eine Option. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was für Gegenstände es gibt. Ob ich jetzt besseres finde als E90. Stimmt. Oh, Apfel, du Arsch. Ey, ich brauche die Trophäe auch noch. Also. Ja, ich brauche sie auch noch, keine Angst. Falls ihr euch wundert, wir spielen auf der PlayStation und da gibt es eine Trophäe, die heißt ist 200 Gegenstände. Und da wir alle beide die Platin hier haben in dem Spiel, klauen wir uns gegenseitig das Fressen. Einzige Ausnahme ist natürlich an den Vorratstruhen, da darf jeder sein eigenes Brot essen. Aber der Rest ist freigegeben für alle. Muss ich ja, ey. Mir ist noch schlecht. Ach, die vier Schmutter, die uns das letzte Mal den Sieg gekostet haben. Nein, ich dachte, es geht schon wieder los. Ach. Gottes Willen. Oh, ey. Die spinnen doch, die spinnen, ja. Ja, ich weiß, die spinnen. Hier geht's lang. Du Spinner. Ach, acht. Oh. Aber trotzdem, mit jeder Niederlage, die man hier einfährt, kriegt man trotzdem Levels. Und durch die Levels kann man vielleicht gute Gegenstände finden. Also, ich sag mal so, ich bin nicht sauer. Ich brauch mal kurz Strom. Echt? Ach, dein Controller ist am Arsch. Nee, leer. Das ist das Gleiche. Er passt für einen schlechten Arsch, das willst du doch. Schon mal probiert? Ich glaube, du bist gestorben, oder? Oh. Nee. Nur so. Ich hab ihn mal hier. Warte mal kurz, da ist noch ein Gegner. So, jetzt aber. Ist da hinten noch irgendwas Schönes? Gleich mal kurz gucken. Und immer wieder andeuten. Ach, warte mal, ich kann doch mal schon Blumen gießen in den Sarkasmus. Och Mensch, verpiss dich, du kleine Scheiße. Ja, jetzt werde ich wieder wirklich schretzen. Man muss nicht ganz so übertreiben. Ich weiß, das wird uns vielleicht am Ende wieder einen Sieg kosten. Das ist just for fun. Aber ich glaube, wenn ich richtig gesehen habe. Nee. Nee, ich dachte, ich hätte auch was gesehen gehabt, aber nee, doch nicht. Ich weiß, kauf dir eine neue Brille. Aber. Schuld, da ist doch die Truhe, sag ich doch. Ich hab eh nicht gesehen. Mit einer Diebesrüstung, jetzt fange ich mal an mit dem ganzen Scheiß. Letztes Mal warst du es gewesen. Ich hab jetzt eine Clever. Ja, schon was machst du verkehrt. Vor allem, ich hab noch keinen Gegenstand über 90 gefunden, obwohl ich das eigentlich finden könnte. Ja, die eine Wahrscheinlichkeit. Ja gut, aber trotzdem, ach, das ist schon mit unseren Freunden. Boah. Wie ich das gefunden hab. Was? Eine Diebesrüstung. Und eine Level Up. Die ist aber schon 87, die Diebesrüstung, also es wird langsam. Wir haben Elite-Bogenschützen. Jetzt gerade ganz. Oh, ey. Du machst mal die unten. Ich habe das Gefühl, du willst mich ärgern irgendwie jetzt. Bisschen, ja. Scheiße. Wir hatten die Spinne uns noch da gelassen.
2, 1. Tada! Oh, das ist Rettung, letzte Sekunde. Ja, gleich wieder tot. Deswegen erstmal hinter der Wand verstecken, kurz ein bisschen. Heilkreis ist aktiv, ja? Doppelheilung. Ja. Ja. Oh nein! Die haben die mich erwischt. Ich stand hinter einer Wand. Wie können die mich hinter einer Wand erwischen? Keine Ahnung. Wie könnt ihr ihn hinter einer Wand erwischen? Schön wird all diese Gegner da oben, Achtung! Solange es keine Bogenschützen sind? Doch, sind Bogenschützen. Okay, die haben uns entdeckt. Ich greife da an. Okay, bis auf dem einen. Cool. Eine Klefe. Diebesrüstung. Komisch. Sind nur noch Klefe und Diebesrüstung in den Truhen drinne. 87er Klefe. 10 Punkte stärker als mein Axt-Abo. Eine 80er Diebesrüstung. Hm. Ah ja, ja. So. Hab mir vorhin echt Glück gehabt, dass ich 30 Sekunden bevor du gestorben bist, noch gerettet hab. Ah. Sonst wär's vielleicht am Ende gewesen. Brot, nee. Wir haben ja gesagt gehabt. Dank der steht das Ereignis. Oh. Schon wieder die Spinne. Die Spinne doch. Und eine finstere Rüstung. 82. Aber im Schnitt machen wir so 2 Levels pro. Ach, das ist wieder Elite-Gegner. Verzaubertes Skelett, okay. Bogenschützen, oder? Ja, sind wieder Bogenschützen. Was haben denn die? Schnellangriff, okay, das mag vielleicht noch gehen. Okay, 3, 2, 1. Boah. Sag, es ist schon wieder eine Spinne aktiv. Boah, jetzt sieg ich. Hm? Wow, du hast auch einen getötet. Warte mal. Ich staune. Rauch ist nicht gut, was? Naja. Rauchen ist nicht gut. Wow. Hui. Bin ich tatsächlich in die Falle drin getappt. Ah. Die schöne Höhle, wo die geile Truhe drin ist. Mhm. Aber von Gegnern hat mir keiner was gesagt. Ja. Ja, war doch schon Matsch. Oh, Glückwunsch 8. Zum Level 68. 74. Glückspilz. Was heißt Glückspilz? Gekonnt ist gekonnt. So. Ach ja, wir müssen noch ein Dings.
Schalter. Ja. Diesmal bin ich nicht alleine hier drauf. Wieso? Hast du Angst? War natürlich klar, dass wir in die Sackgasse gehen, wo der Schalter nicht ist. Wow, bam, 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 bam. So, na mal gucken, ob ich wieder was Mächtiges kriege. Ja, ist nicht, was krieg ich dran. Eine mächtige Diebesrüstung, was? Blöse Kurzbögen. Und eine Kläfe, Glückwunsch. Kläfe. Ach, herrlich, herrlich. So macht's doch Spaß. Ob ich nicht kriege, oder was? Ja, klar. Hallo? Du hast wohl schon immer tot gekriegt. Was, tot? Nee, ja, bist du immer gestorben. Nichts. Ach doch, eine Diebesrüstung. Ach ja, stimmt. Das wird's doch nicht. Ja, ich hab doch gesagt, meine Güte, wir müssen ja auch da lang. Da ist mal nichts. Hier ist auch nichts. Und da hinten wird auch nichts sein. Mal kurz sicherheitshalber gucken, nicht, dass da noch eine Truhe aufploppt. Ah, das mag die. Juhu. Achtung, TNT! Ach du Scheiße, schon wieder Bogenschützen verzauberte da oben. Und nimm mal hier unten noch kleine Scheiße. Nicht, dass die uns noch in die Quere kommen, so. Ach ja, da müssen wir lang, also hier oben die Bogenschützen erstmal, würde ich sagen. Verzauberte. Bereit? Naja. Ah, die reflektieren noch die Pfeile, oder? Haben wir noch verzauberte Spinnen? Tatsache! Wir hatten doppelte Elite-Gegner hier gehabt. Ja, zu sehen. Da hinten sind nochmal Elite-Gegner mit Feuerteppich. Was ist denn hier los? Das letzte Mal gab es nicht so viele Elite-Gegner. Hoffentlich was Gutes in der Truhe. TNT. Ja, ja, Seelenmesser und TNT. Ey, aber noch kein 90er Gegenstand, noch kein 90er. Naja, ich auch noch nicht. Selbst wenn ich 84. Nee, bei mir das höchste ist jetzt aktuell in meiner Liste ein 88er Diamantschwert, was ich mal gefunden habe schon vor halben Ewigkeit. Ich traue mich nicht, das zu verhexeln. Weil jetzt ist ein Diamantschwert, hallo? Diamantschwert in Minecraft. Das war eigentlich immer gut gewesen. Wenn ich da an das Ursprungsspiel denken, also. Nee, da gab's noch ein anderes. Nach dem Echt? Silber. Echt? Okay. Ich hab echt schon lange nicht mehr gespielt. Müssen wir eigentlich immer irgendwann machen. Minecraft normal wieder zocken. Achtung, Bombe! Oh, schon wieder verzaubert. Und der Enderman ist da oben. Nein, und die Rückzug erstmal kurz ein bisschen. Weil die Verzauberten sind die kleinen Scheißer. Nee, die Säge, weil den Enderman will ich nicht unbedingt, oder haben wir den jetzt hier? Nee. Ja, scheiße, den haben wir mit abgelockt. Ey. Weiter rückziehen erstmal ein bisschen. Ja. Bisschen erstmal ein bisschen. Gut, Enderman ist Matsch. Passt. Noch ein verzauberter Nekromant. Alter, was ist hier los?
Teil endlich halt auch mal runterladen. Gottes Willen, hat der Leben. Das war aber trotzdem ein Elite-Gegner nach dem anderen. Was geht denn jetzt ab? Ach, das ist noch so ein kleiner Scheißer. Oh. Ah, endlich. Gut, oh. Ist doch normal, ey. Also haben wir es jetzt geschafft, da haben wir uns das definitiv verdient. Show oder Elite? Echt, wo? Nee, doch, nicht sah so aus. Ach ja, du musst erstmal da hinten in die Sackgasse klotzen, was? Na, guck mal. Tot! Scheiß Doppelfalle. Achso, du bist nicht. Ja, sorry. Oh nein! Jetzt! Ich hasse die Fallen! Übrigens, ich glaube, da hinten ist nichts. Okay. Gut. Deswegen, ich hasse die Fallen. Ich hasse die Fallen auch. Das wird wahrscheinlich so sein, dass das hier ein Zweck ist, dass man die Fallen hassen muss. Ich will jetzt viele jetzt zugucken und sagen, was für Idioten sind das, die da zocken. Und ich verwechsel mal, was das abräumen mit meinem Skill. Ach so. Mit anderen Skill. Oh. Ist doch krass, stimmt. Ne, da oben auch nichts. Na puh, toll! Schwein gehabt! Mich hätt's fast erwischt! Danke! Mich hätt's erwischt! Echt? Glückwunsch! Ach du Noob, kannst doch gar nichts außer Verrecken durchfallen! Naja. Oh Mann! So, bist geheilt, komm. Habt's nicht so. Nee, noch scheiner. Was hast du eigentlich für eine Rüstung? Ach, die Champions-Rüstung, oder? Nee, Geheimnis-Rüstung. Okay. Was hab ich denn eigentlich für eine? Ach, die Kriegerrobe hab ich. Ach ja, jetzt kann man das hier mit dem... mit der Falle. Der Arena-Kampf beginnt. Eine Diebesrüstung. Und noch eine Diebesrüstung. Ne, blaue Gegner. Echt? Ach so, du meinst die kleinen Scheißer. Ja, die kleinen Scheißer, ja. Weil ich doch gesagt, blaue Gegner. Die so nervig sind. Komm. Und das Seelenmesser. Und das war's. Was? Kommt doch zur Truhe. Achso. Aber immer noch kein 90er Gegenstand. Tja. Das ist ja tja. Doch, ich würde nicht sagen. Tja. Ohne Diebesrüstung. Von mir sieht's aus wie eine Geheimnisrüstung. Besserer. A Redstone Golem, seit 17 Redstone Golems. Oh no. Wenn er sich hinkniet, beleben. Jetzt kniet er. Merci. Oh, scheiße. Hui. Oh, ey, brauchen wir mal auf mich? Weil du fett bist. Cool, wir sind gut. Denk dran, ich bin tot. Sobald er sich kniet, komm her. Denk dran, Falle. Ah. Okay, den haben wir gleich.
Ah, das hat man das letzte Mal nicht gehabt, Rätsel und Götze. Allgemein habe ich das Gefühl, dass dieses Wesen schwerer als damals, beim letzten Mal. Ja, ist das so, oder? Ja, aber wir haben komischerweise noch alles Leben, alle drei. Oh, ich bin da auch tot. Ja, komm, wir machen hier einen Heilkreis-Body. Ist trotzdem krass. Oh nein, oh, nee, Scheiße. Oder? Ich kann nicht ruhig, weil es nicht brennt, aber es brennt. Ah, das ist wieder da. Das kommt mir bald vor wie beim Endgegner. Ach, Endgegner, ja. Hm, ich will's. Mach. Ja, ich denke, das ist die Treppe nach oben. Oh. Mann. Aber da ist ein Gegner, stimmt. Echt? Okay. Gut. Okay, okay. So, können wir schon mal hinlatschen. Ah ne, ist noch nicht dein Gegner. Noch nicht. Ich dachte schon, das war's alles was. Hm, ich weiß, ich dachte es auch, aber nee. Wow. Oh, bis jetzt immer echt gut dabei, also wow. Naja. Level up! Naja. Scheiße, ich hab gerade TNT geworfen, scheiße, wir sind tot. Ne, das ist abgeprallt, TNT, das ist an das Ding und dann zurückgeprallt. Ich wollte eigentlich nach oben werfen, scheiße. TNT ist geworfen. Alter. Ah, jetzt sind wir wie gesagt noch besser da als beim letzten Mal, also. Naja. Definitiv. Ach, dann ist auch der Nekromant. TNT ist geworfen. Ja. Ich kann noch nicht. Weg hier, ey. Dort. Krank. Toll. Da unten liegst du. Ah. Nee, oder? Ich hab schon gerade gerätzt. Na gut, jetzt sind wir auf dem gleichen Stand wie beim letzten Mal. Ja. So schnell kann's gehen. Nicht normal. Alter. Meine Treppe ist also echt blöd gemacht. Gottes Willen. Puh. Gut. Es könnte da drin die Massenveranstaltung machen. Hm. Mann.
So, da oben lebt noch glaube ich Mario, oder? Ach ne, den haben wir auch. Haben wir auch schon weg. Okay. Ich mache hier vorne nochmal eine Heilkreisparty auf. Ja. Okay. Gottes Willen. Wenn ich an das Ende denke, wird mir jetzt schon wieder. Oh, krieg ich eine Geflügelentzündung. Ne, sorry. Okay, da war ja in der Mitte, glaube ich. Ich meine, der Market Endgegner, der geht ja. Hey, wo ist denn das Scheiß hin? Keine Ahnung. Eine Kleve. Eine 85, oh. Nee, mechanische Kurzbogen. Echt? Klingt interessant. So mächtiger, oder? Einzigartiger, ja. Ja, echt cool. Sagt mir nämlich noch gar nichts. Mir auch nicht. Wenn ist es vom Level her gut, oder? 85. Geht doch. Gleich mal ein bisschen pimpen. Ich taste mich schon langsam mal voran, aber ich schieße Pfeile aktuell nur, also wir wollen ja nicht das Dilemma vom letzten Mal erleben. Was nicht? Ach, schade. Ich sag mal so, ich habe nicht unbedingt vor, dass unsere Zuschauer uns noch ein drittes Mal zugucken müssen, wie wir uns hier durchquälen. Wo war der Elite? Ach ne, da komm ich wieder. Oh Mann, hier ist noch ein Zoppeliger. Puh. Ich sehe ja schon das Ende, den Punkt. Ich sehe den Punkt auch, den habe ich schon das letzte Mal gesehen. Komisch, irgendwie habe ich mir das letzte Mal hier war es irgendwie schwerer gewesen, habe ich vom Gefühl her. Dafür war es im Spiel schwerer. In der Level. Ja. Und wir haben es geschafft. Oh. Wow, juhu! Wow. Ey. Erst Elite an Elite. Ja. Dann kurz vorm Boss zweimal verreckt. Ey. Wow, ich bin mal gespannt, wie es dann weitergeht. Oh, angerichteter Schaden 3,42 Millionen. Wow. Und es gibt mein erster 90er Gegenstand, der 92er, und zwar Stiefel der Geschwindigkeit. Kann ich das die alten Stiefel wegmachen? Ah, Tod und der Abschirmung. Stufe 86. Glückwunsch. Ich glaube, ich bin so ein 83er. Ach ne, Abschirmung, ich habe Regeneration. Abschirmung war das mit dem Pfeil geschossen gewesen, genau. Na gut. Dann hoffe ich, dass es euch soweit allen gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Vielleicht ein Abo, wenn es euch weiterhin gefallen soll. Und wir ab und zu noch Videos sehen wollt von uns. Wenn euch das nicht gefallen hat, schreibt mal einen Kommentar. Und dann sage ich erstmal auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao, Jens. Tschüss.